euer Simon hier. Es ist Montag, es ist selbstverständlich Gym Time. Wir sind hier vom Unigym bei dem wunderschönen Wetter. Drin ist es ziemlich warm, deswegen ist es draußen verkrümelt. Und es gibt ein Top 3 der besten Übungen, der besten Supersätze fürs Bizeps. Langhantel Bizeps Curls. Ich liebe Langhantel Bizeps Curls. Eine der besten Übungen für den Bizeps. Schön schwer. So als erstes machen vorher und dann schöne, schwere Bizeps Curls mit der geraden Langhantel. Richtig schön fühlen, sauber, Schulter greifen, richtig schön den Pump fühlen. Vorher aber nicht mehr können, weil ihr eben einen schönen großen Hebel habt. Ich habe mal in einem Video gezeigt. Und dann zieht ihr nochmal richtig schön in den Rücken. Dabei ist der Bizeps, dann werdet ihr merken, wie stark der Bizeps mit involviert ist. Das heißt, ihr macht den Rücken nochmal richtig schön fertig, eben als letzte Rückenübung. Und der Bizeps ist danach völlig K.O. Wir haben einen etwas anderen Hebel, ihr kriegt richtig schön nochmal einen Pump rein. Und ihr könnt eben noch ein paar Wiederholungen machen. Das ist so auf meinem Platz 3, um euch auch so ein bisschen normal für den Bizeps nehmen. Und das ist dann eben auch der Trick. Das heißt, wenn wir da nicht mehr können, wenn wir da so 10 bis 12 Wiederholungen richtig schön sauber mit rein, dann kann der Bizeps nämlich noch. Das heißt, wir greifen dann einfach einmal um und machen noch ein paar schöne SZ-Bizeps-Curls, weil der hat eben noch Power. Ihr werdet merken, dass eben in der Bewegung habt ihr wesentlich mehr Kraft als im Obergriff, wo wir, wie gesagt, den Brachioradial stärker mit drin haben. Ganz fantastischer Supersatz, mache ich eben auch sehr, sehr gerne, weil ich dann eben mich fokussiere auf den Unterarm und den Bizeps habe ich dann auch nochmal schön mit drin. Und Supersatz, wie gesagt, für Unterarme und für den Bizeps. Aber denkt dran, auch bei den Unterarm-Curls habt ihr den Bizeps mit drin. Überall, wo ihr den Arm beugt, habt ihr den Bizeps mit drin, aber eben schöner Fokus auf den Unterarm. Und danach habt ihr auch den Unterarm drin, aber eben Fokus auf den Bizeps. So, das auf Platz 2, aber es ist kein wirklicher Platz. Einfach ein sehr schöner Supersatz. Und auf Platz 1, oh mein Gott! Ich habe schon mal gezeigt, diese Übung. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! In Vergessenheit geraten. Wenn sie jemand im Fitnessstudio macht, denken Leute, die sie nicht kennen, das ist irgendwie eine falsche Übung. Ist es aber nicht. Und zwar die Drag Curls. Aber als erstes, wie gesagt, als erstes SZ, könnt ihr auch mit der Langhantel machen. Ich finde es mit SZ-Stange ein bisschen angenehmer. SZ-Curls, schöne, schwere SZ-Curls. Oh shit! Unterarm, wo ich den Oberarm ein bisschen weiter vom Körper weg habe, sodass ich wirklich richtig schön Spannung auf den ganz ersten untersten Teil der Bewegung habe. Das heißt, richtig schön etwas nach hinten nehmen, den Ellbogen etwas nach vorne. Und eben richtig schön bis ganz am Anfang. Richtig schöne Spannung drauf haben. Der Ellbogen bleibt vor dem Körper. Ihr macht so viele, bis ihr gar nicht mehr könnt. Und dann machen wir eben die Drag Curls. Das heißt, wir ziehen die Ellbogen auseinander und bleiben praktisch wie so eine Linie vorm Körper mit der Stange. Das heißt, wir bleiben so nah am Körper, wie es geht. Es sieht wirklich, ich hoffe, ihr hört mich jetzt durch den Wind, es sieht falsch aus, ist es aber überhaupt nicht. Macht es mal, macht es einfach mal nach. Ihr werdet einen unglaublichen Pump im Peak haben. Das heißt, im langen Bizepskopf. Es geht wahnsinnig stark auf die Bizepshöhe. Anders eben als die normalen SZ-Curls haben wir eine sehr, sehr, sehr schöne Kombination. Im unteren Teil bei den normalen Curls einen schönen Druck drauf haben. Und wenn wir die Drag-Curls haben, also wir ziehen praktisch, haben wir eine Wahnsinnsbelastung auf dem langen Bizepskopf. Ein Wahnsinnspump, also es ist wirklich richtig, richtig schön, es fühlt sich ganz anders an. Und damit ist es eine ganz besondere Bizepsübung. Die zwei könnt ihr ganz, ganz voll kombinieren. Ihr könnt auch ungefähr das gleiche Gewicht nehmen, das heißt, ihr müsst nicht umstecken, ihr könnt sie direkt hintereinander machen. Und macht wirklich riesen Spaß. Deswegen das so auf meinem Platz 1, weil es einfach so eine vergessene Übung ist. Gironda damals und da hatte ich, glaube ich, auch ein paar die Classics und blende ich mal oben ein. Und ja, wie gesagt, zu Unrecht. Ist echt eine schöne Übung. Seid da schön vorsichtig. Schön hoch, wie es eure Anatomie erlaubt, Ellbogen schön auseinander. Man kann sich, wie gesagt, besonders die Kombination, eine richtig coole Sache. So, das ist so auf meinem Platz 1, meine Top 3.